Mein Name ist Katrin Zengerling, bin 25 Jahre alt, bin jetzt seit September hier in dem wunderschönen Hotel, fühle mich sehr wohl und bin eigentlich im Frühstücksbereich eingesetzt und begrüße unsere Gäste schon mit einem Lächeln, damit sie guten in den Tag starten können und biete Eierspeisen an und serviere Kaffee und bringe auch gerne eine Zeitschrift zum Tisch. Ich habe eine Ausbildung zur Chef-Fachfrau gemacht, habe eigentlich damals mit einer Restaurantfachlehre angefangen. Allerdings wurde das Haus aufgekauft und dann habe ich gedacht, okay, nur Restaurant ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Also ist ja schon ein bisschen spezieller auf Speisen und Getränke ausgerichtet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich halt die Hotelfachausbildung und bin dann damals auch schon in einem 4-Sterne-Hotel gelandet und habe dort meine Ausbildung gemacht. Und fand es eigentlich sehr schön, dass man viele verschiedene Bereiche hat, also dass es sehr vielfältig ist. Von meinem Fang angefangen über die Küche, Housekeeping und im Service. Und im Service bin ich letztendlich stehen geblieben, weil ich schon zu Hause eigentlich immer gerne Gastgeber war und habe viel bei Geburtstagen oder zu Weihnachten auch sehr gerne dann mal die Gastgeberrolle übernommen. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und somit habe ich dann eigentlich mein Privatleben dann auch in den Job umgewandelt und habe das dann halt jetzt, ist mein tägliches Brot. Und ich finde halt den Gästekontakt super wichtig und super schön, da es halt auch sehr abwechslungsreich ist. Man hat immer wieder neue Charaktere, wo man sich drauf einstellen muss, so gewisserweise. Und es ist wirklich schön, immer wieder was Neues zu erleben. Okay. Kein Tag wie der andere. Also man kann zwar schon so gewisse Sachen vorbereiten und es ist ja jetzt nicht jeder Gast sehr speziell, aber teilweise ist schon, dass man viele Extrawünsche erfüllen muss, damit man den Gast dann halt auch am Ende glücklich macht. Und muss um 5 auf der Arbeit sein, bereite dann alles fürs Frühstück vor, also angefangen über Getränke vorbereiten und Vorleger zu den Speisen legen. Das wird dann alles zusammen mit der Küche koordiniert. Und dann fangen wir halt an, um 6.30 Uhr das Restaurant aufzumachen und wirklich die ersten Gäste schon zu begrüßen. Und 11.30 Uhr bin ich eigentlich fertig, also ich habe auch nur eine Teilzeitstelle, da ich auch noch eine junge Mutter bin. Und hier wird es mir auch gerade wirklich geboten, dass ich Familie und Beruf zusammenbringen kann, was ich wirklich sehr toll finde und was mich auch einfach glücklich macht. Ich finde schon, dass man halt wirklich Spaß am Beruf haben muss und auch Spaß haben muss, wirklich die Herausforderungen fast jeden Tag irgendwie auf sich zu nehmen. Also, man muss sich halt einfach auf die Gäste einstellen können. Also wenn man jetzt ein Morgenmuffel ist, kann man zum Beispiel keinen Frühdienst machen. Das ist hier super, dass man noch sehr viel auf seine Mitarbeiter achtet. Also es gibt sogar eine Mitarbeiterbroschüre, was ich beim Vorstellungsgespräch, also ich fand es wirklich hervorragend, dass es da wirklich sowas gibt. Also dass der Arbeitgeber eine Mitarbeiterbroschüre erstellt hat, extra für seine Mitarbeiter. Und ich finde schon, dass es das Haus wirklich auszeichnet, dass man da wirklich mit Schulungen und Mitarbeitergesprächen und sowas wirklich, dass man das einfach alles noch macht, dass man sich da wirklich die Zeit nimmt. Und das finde ich auch immer noch toll. Also es ist wirklich so, dass ich es auch miterlebe, dass man sich auch daran hält. Hotellerie ist ja, wie schon gesagt, Service, Housekeeping, Küche, eventuell je nach Hotel dann auch noch im Spa-Bereich oder wie auch immer. Wir haben eine ganz tolle Bar hier im Haus. Also man kann wirklich eigentlich in jedem Bereich, wo man denn möchte, kann man irgendwo einsteigen. Und das ist wirklich von der Buchhaltung, Reservierung. Also es ist so vielfältig, dass man eigentlich für jeden was dabei hat.